Interessant, wie schnell das geht, ne? Ich will nochmal das Rest vom Weizen. Huch. Das Rest, habe ich gesagt. Den Rest vom Weizen. So, 4 Brote kommen dazu und wir sind eigentlich safe mit dem Essen hier. So, Knochenmehl brauchen wir auch erstmal nicht. Jetzt lassen wir das Weizen erstmal wachsen. So, jetzt können wir uns bald mal dran machen, den Tunnel zu bauen. Würde ich sagen, wir haben das Haus jetzt fertig, wir müssen eigentlich noch Wege hier längs bauen, es kommt aber noch alles. Also das Haus soll erstmal leer stehen bleiben, aber wir benutzen das Haus als Eingang vom Tunnel. Ich brauche noch ein paar Fackeln. Die waren noch in sonstigem Zeug drin, hier genau, eigentlich nur 10 Stück. Ui, Heavy Metal! Spaß. Die Türme sollen ja auch keine Monster spawnen. Hier unten haben wir ausgeleuchtet, ja. Hier können nur Zombie-Peak-Männer reinkommen. Ich glaube, hier wäre es generell zu klein für Zombies oder so, dass die jetzt spawnen. Aber ich mach's trotzdem mal. Mach ich noch 2 hier auf dem Dach, am besten hier hin und hier, wo es dunkel ist. Und dann haben wir das auch beleuchtet. Können wir eigentlich mal anfangen, den großen, fetten Tunnel zu graben. Aber ich mach gleich nach dieser Aufnahme eine Aufnahme-Session-Pause. Weil ich wieder viel zu lange aufnehme. Ich nehme jetzt auch schon hier eine halbe Stunde auf. Für mich ziemlich viel, also verdammt viel. Und der Computer ist halt nicht gerade der beste, deshalb schafft er auch nicht so viel. So, müssen aber jetzt mal gucken mit dem Tunnel. Wir können damit nämlich schon mal anfangen zu graben. Wir brauchen natürlich noch ein bisschen, brauchen eine neue Spitzhacke. Ich glaube, die wird kaum reichen. So. Und ich glaube, wir brauchen Fackeln. Und Essen. Und dann haben wir eigentlich auch. Dann können wir mal richtig die Massenarbeit. Dann kann die Massenarbeit losgehen. Die Massenarbeit. Ich habe immer noch keinen Kopf drauf. Ich habe immer noch diese Ohrstöpsel. So, wo geht's denn runter? Da. Es geht los, würde ich mal sagen. Es geht eiskalt los hier. Wir fangen nun an, den Tunnel zu bauen. Wir fangen nun richtig an. Also, jetzt macht euch auch was gefasst. Eine Viererreihe, ihr müsst das hier anstellen, machen 2 von da. Wow. Und hier haben wir 4. 1, 2, wir könnten natürlich den Tunnel... Machen den Tunnel erstmal so breit und dann kleiden wir noch das Ende aus, ne? Natürlich. Ich hab's doch eigentlich von Anfang an schon gewusst, dass wir wieder hier so ein kleines Wasserproblem haben. So. Ja, fahr runter hier, Sand. Okay, na, es ist kein großer Tunnel. Ich möchte ihn noch einen Block vergrößern. Das kommt davon, wenn man Wasser hier
wenn man einen Tunnel unter Wasser macht, unter Wasser bauen möchte, dann kommt das natürlich. So. Okay. Das wird der Tunnel. Warte, jetzt habe ich wieder die Schicht hier vergessen, so. Noch ein Block, hier. Und dann kommt... Das wird ein relativ großer Tunnel, das kann ich euch sagen. Na? Aber Sinn und Zweck ist jetzt erstmal voranzukommen. Das wird, da werden wir jetzt die nächsten ganzen Folgen dran sitzen. Aber der muss auch fertig werden. Es ist nicht so wie eine Brücke, es ist ein Tunnel. Und der ist jetzt hier um einiges größer. Natürlich ohne Außenverkleidung, die Verkleidung kommt mit. Kommt noch. Wir bauen hier scheinbar auch so ein bisschen. Aber wir bauen hier wohl schon knapp an der Wassergrenze, muss ich schon mal sagen. Wir bauen hier verdammt knapp. Wenn ich mir das hier so angucke. Kommt das hier, dann werden wir, glaube ich, immer eine Schicht haben, die mit Wasser ist. Also würde ich sagen, die letzte Schicht machen wir zuletzt, ne? Und ja. Natürlich kriegen wir auch schön Sand hier raus. Das ist auch schön. Oh Mann, ey, der Anfang. Es geht richtig los jetzt. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, weil ich glaube, erstmal eine Röhre nach hinten bauen und dann, ich glaube, das bringt nicht viel. So. Okay, oh Mann, ich wollte gerade... Mensch. Ja, kommt natürlich auch hier so. Wir haben Wasserprobleme. Ich guck mal kurz, wie das hier ausschaut. Ach du Scheiße, der ganze Tunnel wird durch das Wasser laufen. Das sehe ich jetzt schon hier. Okay, wir müssen da durch. Noch viel tiefer können wir nicht. Wir müssen da jetzt durch. Ich würde sagen, wir stoppen das Wasser bis jetzt hier nochmal. Dann müssen wir da wirklich durch. Also hinter dieser Wand ist bald alles frei. Das ist gut, dass wir da nicht mehr arbeiten müssen, aber dann haben wir da ein kleines Wasserproblem. Dann müssen wir noch wahrscheinlich so ein bisschen den Boden raushauen und ja, es wird natürlich jetzt auch schwierig, ne? Aber ich glaube, das wird ganz lustig, wie das hier alles wird. Da werden wir sehr lange dran hängen. Mein Mund ist auch vollkommen staubig geredet jetzt. Ich muss tatsächlich jetzt wieder ein bisschen einsortieren und dann muss ich eine Aufnahmepause machen, weil es ist viel zu viel, wie ich wieder aufgenommen habe. Fackeln kommen wir beim sonstigen rein. Jetzt kommen die hier bei Tools rein. Und Fackeln. Immer alles ordentlich weggeräumt. So, bei dem Zeug kommt das jetzt hin. So. Und ja, also das neue Haus steht erstmal leer, also, ne? Ich finde, es sieht ein bisschen seltsam aus. Ich kenne solche Häuser, aber irgendwie habe ich das mir anders vorgestellt. Ganz anders, wirklich vollkommen anders. Ja, gut, dass wir aber hier immer noch unser alltägliches Haus haben mit unserer Martin-Luther-King-Brücke. Wenn wir jetzt hier rübergehen zum Friedhof, wo wir lang nicht mehr waren. Ja... Albert, ja, Albert ist gestorben. Wir haben einen neuen Albert, aber ich glaube, der wird nicht Albert heißen. Den werde ich nochmal anders umbenennen. Ich kann nicht mehr anders heißen. Ruhe in Frieden. Lieber Albert, du hast mich stets einen Tag lang begleitet durch mein Leben. Hast mir gezeigt,
wo deine Grenzen sind, wo meine Grenzen sind. Wir haben so viel gemeinsam gemacht. Warum musstest du gehen? Es ist traurig. Ich möchte mich bei dir bedanken für den schönen Tag vom 1.7.2015 bis zum 2.7.2015. Ich weiß, es war eine schwierige Zeit für dich. Du hast aber viel Neues gelernt. Wir haben viel gemeinsam. Und du hast mich nie vergessen. Und du wirst mich nicht vergessen. Lieber Albert, ich wünsche dir alles Gute auf dem Weg in deinen Himmel. Und dass wir uns mal in einem anderen Leben wiedersehen. Du warst stets treu auf meiner Seite. Du hast mir in einigen schwierigen Situationen geholfen. Ruhe in Frieden. Dein Blue Creeper. Nun ist es Zeit, Abschied zu nehmen, auch von dieser Aufnahmesession. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch eine Bewertung da. Und nächste Aufnahmesession wird wahrscheinlich wieder ein bisschen anders. Man sieht jetzt, wir haben da schon ein paar Gebäude gebaut. Es wird immer weitergehen. Die nächsten Folgen werden wir uns mit dem Tunnel beschäftigen und ja, wer weiß, was kommt. Ich gehe jetzt auf jeden Fall wieder nach oben. Auf meinen alltäglichen Balkon. Schaue hinaus und sag vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zu einem anderen Video wieder. Macht's gut. Ciao. Hört sich an, als wenn ich so ein schwieriges Ende nehmen muss. Okay, ich hoffe, es war nicht zu lang. Tschüss. Ciao.